Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C-Sharp. So, heute möchte ich euch was relativ Rares zeigen, was man in der Praxis relativ selten auch sieht. Aber manchmal kommt es vor und wenn ihr Code lesen wollt, dann wisst ihr eventuell nicht, was das ist und deswegen zeige ich euch das jetzt einfach mal. Gut, also es geht um die sogenannten Präprozessor-Direktiven. Das bedeutet, die werden eigentlich ausgeführt, bevor der Prozessor, bevor der Compiler überhaupt läuft, also ganz am Anfang, bevor alles andere passiert. Und deswegen müssen die Dinge auch komplett statisch sein. Das bedeutet, ich schreibe hier Hashtag define ganz oben hin und nicht irgendwie weiter unten. Also hier dürfte ich das schon nicht mehr machen. Das ist schon zu weit unten. Und ja, definiere mir hier oben jetzt irgendwelche Sachen. Da kann ich jetzt irgendwelche quasi Konstanten für meinen Präprozessor definieren. Zum Beispiel Debug, das wird meistens genommen. Und ja, wenn wir dieses Debug dann definiert haben, dann können wir hier unten, wenn wir irgendwie mal in der Main-Methode angekommen sind, können wir sagen Hashtag if und dann sage ich einfach in diesem if drin, wenn meine Variable definiert ist, also if Debug, dann führe den Code hier aus und das ist dann ein stinknormaler Code, zum Beispiel console.writeline Debugging enabled. Und dann muss man aber hier, da es ja keine geschweiften Klammern gibt, muss man ein endif machen, also Hashtag endif. So, es gibt natürlich auch ein else und ein else if, das wäre dann elif für else, also da muss hier noch irgendwas rein, zum Beispiel nochmal debug. Und dann gibt es noch ein else, sagen wir hier mal console.write. Nein, und wie wir sehen, wird es schon so eingegraut, weil wir hier nicht definiert sind. Also wir können jetzt schon sagen, was denn passiert, weil wir hier oben unser Debug definiert haben. Dann sagen wir hier console.writeline debugging disabled. So, und in diesem elif sagen wir console.writeline interessiert uns nicht. So, und ja, was wir jetzt gemacht haben, ist folgendes. Ich packe hier mal noch einen console.readKey rein, damit wir es auch sehen können. Ups. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, wir wollen uns hier oben eine Konstante definieren, ein Boolean sozusagen, und der nennt sich Debug. Und wenn der definiert ist, dann geben wir Debugging enabled aus und ansonsten machen wir halt irgendwas anderes. Und ja, jetzt ist hier Debugging enabled, aber das ist ja jetzt statisch, da kann ich ja jetzt nichts machen. Was ich allerdings machen kann, ist, wenn ich einfach quasi rausgeben möchte, also mein Programm, was auch immer ich rausgeben möchte, und ich möchte dann logischerweise keine Debugging-Ausgaben mehr haben, dann sage ich hier einfach undef debug und schon wird das hier unten markiert. Und ja. Wir bekommen die Ausgabe Debugging Disabled. Das heißt, mit Define könnt ihr euch was definieren, mit Undefine könnt ihr es euch nicht definieren oder undefinieren. Allerdings muss das auch in der Datei wirklich vor dem ersten Token passieren. Also ihr seht, wenn ich hier das Ding reinkopiere, kriege ich einen Error. Ich muss das auch hier oben reinmachen. Das heißt, wirklich ganz am Anfang, diese Hashtag if, also diese in Anführungsstrichen Präprozessor-Direktiven, die eigentlich nicht mal vor dem Prozessor ausgeführt werden, sondern ja, vorm Kompilieren, die kann ich irgendwo in Code schreiben, aber das Hashtag define und das Hashtag undef muss ganz vorne rein. Ich kann sogar noch mehr machen. Ich kann hier sagen, Hashtag define, sagen wir mal, wir wollen noch ein zweites Ding haben. Debugging. Debug 2. Dann kann ich die verknüpfen mit Debug 2. Machen wir das mal hier oben rein. Mit diesem und kann ich das verknüpfen. Ich kann auch wieder ein oder machen. Also ein oder. Und ich kann sogar überprüfen, ob die beiden, also beide gleich sind. Oder das sind sie jetzt logischerweise nicht, weil hier Debug disabled ist. Ich schreibe hier mal Debug 2 rein. Selbst dann sehen wir, die beiden sind nicht gleich. Wenn ich das hier wegmache, dann sehen wir, es sind einfach nur zwei Booleans und beide sind aktiv, das heißt, beide sind da. Und wenn beide falsch sind, dann kriege ich hier auch noch die Meldung hin. Also wenn ich hier keins von beiden definiere, so,
Dann komme ich auch eigentlich nicht hier runter, sondern eigentlich eins weiter runter. Ah, okay, Debug wird automatisch definiert hier von der Projektmappenkonfiguration, weil ich hier auf Debug geschaltet habe. Das heißt, das bräuchte ich nicht mal ja, definieren. Deswegen kann ich ja auch einfach schreiben, Hashtag undef und Debug eingeben. Und dann sehen wir, wir landen hier unten. Also wenn die beiden gleich sind, also wenn sie beide definiert wurden, dann landen wir hier. Und wenn sie nicht beide gleich sind, landen wir halt hier unten. Also sowas wie ein Äquivalenzzeichen, wenn ihr meine Logikvideos gesehen habt. Okay, ja, das sind die Präprozessor-Direktiven und es gibt noch ein bisschen mehr. Also nicht nur dieses Define, Undefine, If, Else If, sondern es gibt auch noch End If nicht vergessen. Es gibt auch noch Warning und Error und das zeige ich euch jetzt gerade mal. Die sind nämlich ziemlich witzig für euch zum Programmieren tatsächlich. Ihr schreibt einfach Hashtag Error rein und dann schreibt ihr sowas wie habt vergessen, das zu implementieren oder sowas. Also für euch quasi eine kleine Notiz. Und dann habt ihr das hier. Ihr habt einen Error. Ich habe das vergessen zu implementieren. Und wenn ihr es starten wollt, dann könnt ihr das Ganze starten. Aber es wird der letzte Build ausgeführt, wie ein normaler Error im Prinzip. Also ihr vergleicht auf 0 oder sowas. Und es ist dann tatsächlich ein Error vor der Laufzeit, also wirklich ganz am Anfang. Sprich, ihr könnt es nicht mal kompilieren. Also ziemlich praktisch irgendwie. Und wenn ihr das Ganze als Warning macht, dann könnt ihr kompilieren. Aber es kommt halt hier unten so ein Warning, wo man immer draufklicken kann. Und das macht es euch vielleicht leichter, in einem riesigen Code was zu finden, was ihr noch nicht gemacht habt, was ihr eigentlich noch machen wolltet zum Beispiel. Dafür gibt es übrigens auch To-Dos. Die gehen in den Kommentar. Schreibt man einfach To-Do rein. Und ach halt, das war Java. Entschuldigung. Hat niemand gehört. Also in C-Sharp macht ihr einfach ein Warning und schreibt To-Do. Dies und das oder sowas. Und dann wisst ihr, dass ihr noch hier was machen müsst zum Beispiel. Dann kommt hier unten einfach diese Warning und ihr seid glücklich. Was anderes, was es auch noch gibt, ziemlich cool eigentlich, auch eher zum Programmierer selbst und weniger für den eigentlichen Code, ist Region oder Region. Da macht ihr hier ein Region auf und das ist wie so ein Statement, wie so ein If-Statement. Macht ihr unten diese Region wieder zu, also das braucht ihr dann auch tatsächlich. Hier steht ja EndRegion-Direktive erwartet. Schreiben wir hier EndRegion rein. Und was ihr dann machen könnt, ist, ihr könnt einfach sagen, plopp, weg ist es. Und ihr habt hier eine Region, die man aus- und einklappen kann. Und das ist relativ praktisch zum Programmieren, dass man da einfach ein bisschen übersichtlicheren Code hat, wenn man elendslange Dateien hat, die man nicht mehr anfassen möchte eigentlich, aber hin und wieder mal reingucken muss zum Beispiel. Okay, ja, so viel zu den Präprozessor-Direktiven. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr wisst sie auch ein bisschen zu nutzen. Also zum Beispiel das Region mag ich persönlich. Die Defs und oder halt Defines, die finde ich jetzt persönlich nicht so nützlich. Warnings mag ich sehr, Errors finde ich furchtbar, aber das ist, glaube ich, Geschmackssache, was man da so bevorzugt und was nicht. Okay, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal und bis dann. Ciao, ciao.